Nach dem DNL-Spiel Krefeld gegen Mannheim steht bei uns Mirko Pantkowski. Mirko, erstmal Glückwunsch zum Sieg und kurz, wie hast du das Spiel gesehen? Was war heute anders als gestern? Ja, war ein sehr enges Spiel, aggressives und auf beiden Seiten sehr gute Torhüter gespielt. Also von Mannheimer und von Krefelder viel gehalten. Und am Ende waren es halt sozusagen die dreckigen Tore, die entschieden haben. Gestern war es eigentlich genauso, nur halt hatten wir ein bisschen mehr Glück gehabt. Und jetzt, ja, das war halt der entscheidende Punkt. Es war einfach nur Glück. Also, was heißt Glück? Wir haben aggressiv gespielt und viele Chancen gehabt. Und dann am Ende hat sich dann die Arbeit gelohnt und dann haben wir es geschafft. Du bist in dieser Saison neu in Mannheim, überhaupt auch neu als in der DNL. Wie ist es gekommen, dass du nach Mannheim gegangen bist? Ja, ich hatte halt das Angebot bekommen und habe mich da, Beweis beim einem Probetraining, habe geguckt und geschaut, wie das so ist mit der Schule und so. Weil ich wollte halt schon länger, vor ein paar Jahren hatte ich schon entschieden, dass ich weggehen will aus Kassel. Und dann war einfach Mannheim die beste Option, schulisch wie auch sportlich. Jetzt mal eine Frage an den Goalie ganz speziell. Es gibt ja so Phasen, vielleicht bei euch in Mannheim öfter, wo sich das Spielgeschehen genau vor deinem Tor abspielt, wo dir die Scheiben um die Ohren fliegen. Und dann gibt es wieder Phasen, wo es auf der anderen Seite ist. Welche ist dir lieber und wie hält man sich, wenn sich alles auf der anderen Seite abspielt, dann ja, in Stimmung? Ja, lieber ist natürlich, dass ich weniger drauf bekomme, aber umso schwieriger ist es dann, die Konzentration hochzubehalten. Und da probiere ich einfach nur, einfach zu fokussieren, ruhig zu bleiben und wenn wieder aufs Tor kommt, auch ruhig bleiben und die erste Scheibe halten sozusagen. Ja. Man darf es in deinem Alter ja noch sagen, im Mai bist du 16 geworden. Da gab es dann letztes Jahr im Frühjahr warst du also noch 15, gab es also eine ganz spannende Geschichte in Kassel. Erzähl mal kurz. Ja, ich habe halt mein erstes Oberligaspiel gespielt, also so eigentlich nur 20 Minuten, aber schon ein Profispiel und ja, war halt sehr aufregend, vor so vielen Fans zu spielen und sowas und ja, einfach schon mit meinem Bruder zu spielen, der auch noch gespielt hat und ja, das war einfach überragend und war total aufgeregt, aber dann haben wir, das war gegen Rostock, da haben wir irgendwie 16-4 gewonnen und so. Habe ich einen reingelassen und eine Vorlage gemacht. Also, ja. Also durchaus erfolgreich, dein erster Einsatz in der Oberliga. Du brauchtest aber eine Sondergenehmigung, ne? Genau. Da haben meine Eltern unterschrieben und dann durfte ich spielen. Ja. Prima. Dann sagen wir Dankeschön und. Ja.